Willkommen zu einer exklusiven Fototour nach Österreich zum Nationalpark Neusiedler See Seewinkel, einem der faszinierendsten Naturschauplätze Europas. Der Neusiedler See und seine Umgebung bieten eine Fülle an Naturmotiven, von weitläufigen Schilfgürtel über idyllische Lacken bis hin zu einer beeindruckenden Vogelwelt. Vier Naturfotofreunde lassen euch an einer interessanten Fotoreise teilhaben und geben einen Einblick in faszinierende Naturerlebnisse. Angefangen hat es schon ein paar Tage zuvor. Bei den wichtigen Vorbereitungen und Entscheidungen, wie zum Beispiel Laden aller Akkus, Prüfen der Speicherkarten, Einpacken der Kamera, Ersatzkamera, verschiedene Objektive, Stative, Testen der Backup-Strategie und vieles mehr. Dann war es soweit. Mitte, Ende Mai wurden zwei Autos vollgepackt mit Ausrüstung und ein bisschen normales Gepäck. Abfahrt zum Neusiedler See. Unser Headquarter war in Österreich in Ilmitz. Dort angekommen ging es nach dem Check-in gleich los. Zuerst trafen wir uns zum ersten Eisbecher mit Freunden, die schon länger vor Ort waren. Wir bekamen gute Tipps und fuhren zur ersten Autopirsch. Im Gegensatz zu meinen früheren Touren dorthin im Frühjahr war die Vegetation schon sehr fortgeschritten. Die Fasane waren zwar immer noch in großer Zahl unterwegs, aber durch den hohen Bewuchs nicht immer zu sehen. Das sollte uns mit einigen anderen Arten auch so ergehen. So auch mit den erhofften Großklappen, da gelang uns keine Sichtung. Dafür sollten uns aber noch genügend Begegnungen mit anderen Arten erwarten, wie zum Beispiel dem Neuntüter. Oder dem Feldsperling. In einem Schilfstreifen gaben einige Drosselrohrsänger ihr Bestes. Auf einer der Aussichtsplattformen konnten wir einen tollen Rundumblick mit vielen Entdeckungen genießen. Auch wenn für die Filmaufnahmen unser schauspielerisches Talent hervorkam, waren es doch einige Sichtungen, wie zum Beispiel diese Rohrweihe mit ihrem typischen Suchflug nach Beute. Ein schönes Erlebnis war auf einer Wiese mit erhöhten Ansitzmöglichkeiten für singende Schilfrohrsänger. Sie trällerten um die Wette,
und wir fotografierten um die Wette. Es hat uns sehr gefreut, dass wir den großen Brachvogel vor die Linse bekamen. Zeit verging wie im Flug. Die Sonne ging unter und wir mussten schnell in unsere Unterkunft, damit wir im Restaurant noch etwas zum Essen bekommen, bevor die Küche schließt. Ausgeruht und frisch gestärkt ging es am zweiten Tag zu einem Ort, der schon lange auf unserer Wunschliste stand. Zu den Bienenfressern. Von weitem hörten wir schon den typischen Gesang, den, wenn man einmal gehört hat, nie mehr vergisst. Bei unseren früheren Reisen waren wir für die Bienenfresser einfach zu früh dran. Die Zugvögel kommen erst Anfang Mitte Mai zu ihren Brutkolonien, wo sie ihre Brutröhren in Lösswänden bauen. Wir waren jetzt mitten in der Balzzeit und konnten hier sogar die Übergabe eines Brautgeschenks beobachten. Vermutlich eine Biene. Hier ein Teil der beeindruckenden Löswand. Mit dem nötigen Abstand konnten wir wunderbar alles beobachten und fotografieren. Es gab unendlich viele Motive, sodass wir an dieser Location den Fotozähler der Kameras am meisten hochtrieben. Auch Dohlen nützten die Brutwand. Genauso wie die Stare. Musik.
Am meisten waren aber die Bienenfresser zu sehen. Ganz unerwartet waren auch Kaninchen am Fuße der Lößband zu sehen. Da wir auf einem erhöhten Standpunkt waren, hatten wir einen schönen Ausblick auf den Neusiedlersee. Schweren Herzens mussten wir uns dann doch von den Bienenbeißern, wie sie von einer anderen Besucherin genannt wurden, verabschieden. Denn wir wollten ja noch andere Locations besuchen. Hier sind wir auf einer Aussichtsplattform an einer Lacke. Es gab wieder einiges zu sehen, aber die Entfernungen waren einfach zu groß. Nur die Blässhühner mit ihren Küken kamen näher. Der tiefste Punkt Österreichs war unser nächstes Ziel. Das war auch ein tolles Gefühl, im Bergland Österreich an der tiefsten Stelle zu stehen. Es gab aber auch viele Beobachtungen in diesem Wiesenfeuchtgebiet. Hier lauert der Silberreiher. Und eine Rohrweihe zieht wieder ihre Kreise. Rotschenkel im Flug. Und ein Turmfalke auf dem Totholzast. Wieder am Wasser gibt es den ersten Säbelschnäbler zu sehen, wie er mit seinem gebogenen Schnabel das Wasser durchpflügt. Kiebitze und Rotschenkel. Lachmöbel. Und Stelzenläufer. Die Weißbart-Seeschwalbe bei der Jagd. Diese Art wird uns später nochmals begegnen. Die Brandgans ist leicht aggressiv. Jetzt sieht man warum. Sie wollte ihre Küken schützen. Der Stelzenläufer nimmt noch ein Bad.
und im letzten Licht des Tages kam noch eine Löffelente. Auch dieser Tag neigte sich dem Ende. Ein weiteres Highlight unserer Reise war der Besuch bei den Ziesel. Das sind so faszinierende Bewohner des Neusiedler Sees und seiner Umgebung. Ziesel sind tagaktive Tiere und besonders im Frühling und Sommer gut zu beobachten, wenn sie ihre Bauten verlassen, um ihre Nahrung zu suchen. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Gräsern, Kräutern, Samen und Insekten. Sie sind so putzig, wenn die Jungen herumtollen und miteinander spielen. Als wir an dieser Wiese ankamen, waren wir sehr froh, dass die Wiese mit Gänseblümchen übersät war. Das versprach schöne Fotomotive. Aber als ein Rasenmäher immer näher kam, befürchteten wir Schlimmes. Gott sei Dank konnte der Rasenmähermann überzeugt werden, an einem späteren Zeitpunkt zu mähen. So konnten wir ein unvergessliches Naturerlebnis weiter genießen. Nicht weit davon entfernt war ein See. Da gab es wieder die Flugkünste der Weißbart-Seeschwalben zu beobachten. Hier ein Stelzenläufer. Und Mehlschwalben, die sich ihr Nistmaterial für ihre Lehmnester holten. Ein kurioses Bild ergaben zwei einbeinige Stelzenläufer und ein einbeiniger Säbelschnäbler. Dann ging es zu einem Besuch ins Informationszentrum des Nationalparks. Geplant war dort ein Livestream über YouTube für unsere Freunde, die zu Hause bleiben mussten, zu machen. Leider war dort eine Veranstaltung, sodass wir uns ein anderes, auch sehr schönes Plätzchen gesucht haben. Dort haben wir schon mal die Technik getestet. Bis zum vereinbarten Zeitpunkt war noch etwas Zeit, die wir noch fotografisch nutzen wollten. Aber die Wolken wurden immer dunkler und der Wind immer stärker. Die Rauchschwalben trotzten dem starken Wind. Warum sie hier so zutraulich waren, erklärt sich später. Natürlich hat es zu regnen angefangen. Deshalb haben wir den Livestream
auf die überdachte Terrasse unserer Unterkunft verlegt. Hier sieht man uns noch bei den Vorbereitungen und das Warten, bis die vielen Zuschauer online waren. Und wollen uns euch jetzt ein bisschen zeigen oder erzählen, was wir schon erlebt haben und wie es da bei uns so ausschaut. Ja. Wir mussten ja heute ein bisschen spontan umbauen, weil wir eigentlich euch Bilder direkt aus dem Gelände zeigen wollten. Wir haben uns eine schöne Location gesucht an einer Lake, wo man einen Eindruck von der Landschaft bekommt, wie es hier so ausschaut. Aber leider hat uns Regenschauer überrascht, sodass wir jetzt umgebaut haben und aus unserer Unterkunft senden. Warum sind wir hier? Oder wer ist überhaupt hier? Ihr habt uns ja schon gesehen, wir sind am Mittwoch mit zwei Autos losgefahren, um ein paar Tage hier am Neusiedler See zu verbringen. Der Neusiedler See ist nicht das erste Mal unser Ziel. Wir sind in verschiedenen Gruppierungen hier schon gewesen. Zuletzt war ich mit dem Erich und mit den beiden rechts neben mir 2019 hier. Und damals haben wir festgestellt, es gibt so viele Ziele, die wir noch nicht gesehen haben oder die wir vielleicht noch mal intensiver uns anschauen wollten. Und deshalb haben wir uns jetzt noch mal hier auf den Weg hierher gemacht, Pfingsten. Sind also am Mittwoch hier angekommen und wollen bis Montag hier gemeinsam Zeit verbringen, uns hier heute alles anschauen. Und natürlich, weil wir von Naturfotografen sind, auch hauptsächlich natürlich schöne, gute Fotos mit nach Hause bringen. Der Neusiedler See ist, die meisten von euch kennen ihn und wissen, wovon ich spreche, ein ganz tolles Gebiet. Nicht umsonst ist er ja Nationalpark und hat auch UNESCO, glaube ich, Weltkulturerbe-Status und ist ein sogenannter Steppensee neben dem Plattensee in Ungarn. Hat deshalb aufgrund seiner Naturgegebenheiten eine besondere Anziehung für die Tierwelt hier. Es sind hier ganz viele Vögel in diesen Uferregionen, in diesen Lacken auch vorzufinden, die man hier bei uns vielleicht in unseren Gegenden nicht vorfinden würde. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Der See ist gar nicht besonders tief. Ich glaube, an der tiefsten Stelle hat er 1,80 Meter. Im Winter friert er zu. Und hat auch das Problem, dass halt aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre auch das Wasser sehr stark zurückgegangen ist und die Bedingungen in den letzten Jahren für die Vögel natürlich nicht so optimal waren. Hier machen viele Vögel Stationen, die auf dem Durchzug sind, in ihre Sommerreviere. Und um den See herum sind viele Laken vorzufinden, so nennen die Einheimischen hier diese Flachwasserzonen rund um den See, und da kann man natürlich Vögel unheimlich gut in ihrem Naturraum beobachten. Wir haben natürlich die Vorgaben, und da halten wir uns natürlich auch streng dran, dass wir nicht in die Uferbereiche hineinlaufen. Das sind dann immer Absperrungen, sodass man halt die Vögel und die Brutplätze nicht stört. Aber es gibt auch so Beobachtungstürme, von denen aus man die Vögel gut beobachten kann. Und eine kleine Besonderheit ist auch manchmal, wir nennen sie unsere Autopirsch. Da sitzen wir dann auf einer Autoseite und fahren dann im langsamen Tempo so diese freigegebenen Wege um die Lacken ab. Das ist immer die bequemste Art zu fotografieren. Gerade für die Kollegen mit den größten Objektiven, die schon oftmals die Bewunderung von Fußgängern oder Radlfahrern bekommen haben, die sehen, was der Erich da so leisten muss, wenn er seine 500er schleppt. Ja, genau, ich habe mir extra antrainiert. Der Unterarm ist beachtlich. Ja, dann gebe ich das Wort wieder dem Erich, der uns mal ein paar Eindrücke schildert. Ja, genau. Wir waren ja am Mittwoch, sind wir angereist. Und als erstes haben wir ein paar Freunde getroffen. Wir haben erzählt, was wir Spannendes bis dahin erlebt haben und was wir noch vorhatten. Aber das sieht man jetzt alles in diesem Video.
Die Aufzeichnung des kompletten Livestreams kann man auf YouTube sehen. So ging auch dieser aufregende Tag zu Ende und wir freuten uns auf das verdiente Abendessen. Wenn wir schon hier sind, dann waren sie ja mal Droschen, oder? Brunhausen. Ja, dann bleibt uns nichts mehr übrig, um euch nochmal alle zu grüßen. Wir haben uns gefreut, dass ihr euch zugeschaltet habt und uns zugehört habt. Und wir sehen uns wieder in Ingolstadt. Genau. Dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit und wir haben sie bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Einen schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.